Ach, du Heiliger, da kann ich ja wieder einiges kaufen. Soll ich schon was dazu holen? Ich weiß ja nicht. Wie sieht es denn aus mit der Heizung? Ja, das sieht doch gut aus bisher. Dummdorf, ja. Sehr schöner Stadtname. So, halt. Einmal reduzieren, bitte. So, Handlanger. So, dann haben wir einen für Putzen, einen für Pflanzen. Jetzt brauchen wir noch einen für die Reparatur. Denn wie gesagt, jetzt gibt es auch Erdbeben. Ja, aber solche Leute werde ich jetzt nicht unbedingt einstellen. Oh, hier ein Chirurg. Ja, super. Klasse. Nee, nee. Da ist leider kein Forscher dabei. Schade. Trotzdem, wir bilden jetzt erstmal Ärzte mit Chirurgenkompetenz aus. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen hoffe ich, dass sie da auch wirklich durchkommen. Natürlich vorausgesetzt, sie kommen überhaupt von da. Scheiße. Oder? Ja, der Operationstisch wurde gerade verbessert. Ja, scheint zu funktionieren. Sehr schön. Der erste Patient ist schon da. Geht gleich direkt in die Psychiatrie. Läuft doch schon mal. Ich spare jetzt erstmal ein bisschen Geld. Also als nächstes werden wir auf jeden Fall unser Dings ausbauen müssen. Also das funktioniert schon mal. Das freut mich. Ich wollte gerade sagen, beide sind beschäftigt. Das kann ja nicht sein, ne? Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ja, der ist auf dem Weg. Wie gesagt, die anderen drei sind noch in der Ausbildung. Die können ja dann später noch ein bisschen ergänzen. Aber jetzt momentan erstmal machen wir das so. Und der erste Patient ist erfolgreich behandelt worden. Sehr gut. Wie viele müssen wir eigentlich behandeln? 200 war das, glaube ich, ne? Moment. Ey, habe ich ein gutes Gedächtnis. Also müssen wir jetzt noch 199 Patienten behandeln. Ist ja nix. Machen wir so. Gips entfernen. Neu aufgetreten. Mhm. Neues Behandlungsgerät. Gipsentferner wird auch gleich erstmal verbessert. Instant. Kaum erforscht, gleich erstmal verbessern. So, wir haben eine neue Krankheit. Jukos Popos. Es gibt keinen schöneren Ausdruck für Hämorrhoiden. Sehr schön. Hervorragend. Bevor ihr übrigens fragt, ich nehme das wieder am Abend auf. Natürlich am Abend. Du darfst übrigens sehr gerne wieder zurück in die Allgemeinmedizin. Ja, wovon sind die erschöpft? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, und unser Geld nimmt leider ziemlich konstant ab. Ist nicht gut. Hoffen wir mal, dass sich das ändern wird noch. Aber wir müssen unser Gelände tatsächlich noch erweitern. Wir brauchen noch den Operationstisch, die Spitzzungenabteilung und was da noch alles kommt. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Erstmal brauchen wir einen dritten Handlanger. Da haben wir einen. So. Da haben wir schon mal drei Handlanger, die für jeden Bereich ausgerichtet sind. Also für jeden einen. Ne? Gipsentferner wurde von ihrer Forschungsabteilung verbessert. Sehr schön. Die werden übrigens nicht deutlich verbessert. Möchte ich auch nochmal hinzufügen. Ja, die Medikamente werden deutlich verbessert, aber die Geräte nicht. Vor allem finde ich das interessant. Er ist der Einzige, der arbeitet, aber... Doktor in die
Psychiatrie, ne, bitte. Kriegst du viel hin. Schon beeindruckend. Ach so, ja. Na, soll ich vielleicht doch noch einen einstellen? Ich frag mich, wie lange das mit der Ausbildung dauert oder ob man die nicht beschleunigen kann. Aber ich glaube, das ist ein recht langer Prozess, die Ausbildung. Befördert werden. Er ist jetzt qualifizierter Chirurg. Ja, bitte. Sehr gut. Genau das, was ich wollte. Damit kann der Chirurg jetzt in die normale Behandlung. Knackbacken. Scheiße. Das ist OP. Und den haben wir nicht. Den haben wir leider noch nicht. Schicken Sie den Patienten nach Hause. Da können wir noch nichts machen. So, jetzt brauchen wir Forscher. Muss ein qualifizierter Chirurg. Da ist er. 84. Ja, Gesundheit. Ach, lernen erstmal weiter. Vielleicht hilft dir das ja, dich noch ein bisschen weiterzubilden. Knickebeine, stolpern über. Ein Gips wird angelegt, um das Bein wieder zu straffen. Ja. Das könnten wir, glaube ich, theoretisch schon Bein, ne? Bein bauen. Polierte Knochen zu reparieren, ja. 2250. Hm. Ach, jetzt ist es euch zu warm. Wollt ihr mich verarschen? Erst jammern sie rum, es ist zu kalt. Jetzt jammern sie rum, es ist zu warm. Was wollt ihr eigentlich? So, stellen wir es mal ein bisschen runter. Der beschwert sich einfach, dass es eben zu warm ist. Sag ihn dazu. Jo. Bäuerchen gibt's auch noch. Alles dabei hier. Was ist nur der eine, der schwitzt, ne? Ja, okay, zwei. Aber Patienten sollten auch nicht frieren müssen. Das ist, nee, das muss nicht sein. Gesundheit. Gut, also der Betrieb allgemein läuft schon mal. Die Frage ist halt bloß, hä, ja, wie sieht's mit dem Geld aus? Das ist die Sache. Ich habe eigentlich viel zu viel Geld ausgegeben. Ist jetzt so ein bisschen das Manko, das ich habe. Ah, ein VIP kündigt sich an. Luther Franz Probst der Dritte, den kennen wir ja schon. Ah, komm vorbei. Komm zu mir. Schau dich um. Genieße den Aufenthalt. Ja. Auf die Nachricht setze ich ehrlich gesagt gar keinen Wert. Bin ich ganz ehrlich. So, was macht sie jetzt? Sie nimmt Platz. Psychiater. Gönn dir mal eine Pause. So, was ist hier? Auch nichts los. Pause. Jetzt muss ich... Wollt ihr mich verarschen? Okay, dann gehen wir mal eben hin. Ist nicht wahr, du. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Forscher werden. Da bin ich echt mal gespannt. Zwei Chirurgen haben wir auf jeden Fall, aber seine Kompetenz muss halt noch gesteigert werden. Aber was nutzt mir der letzte Vollidiot? In Anführungszeichen, ne? So, jetzt kannst du erstmal deine Pause machen. Ich bedanke mich übrigens an dieser Stelle einfach mal bei allen Zuschauern, die bisher so fleißig kommentiert haben, geliked haben und einfach mit dabei sind. Das freut mich echt sehr. Weil, wie gesagt, Theme Hospital wurde sich von vielen Leuten gewünscht. Die Schlafkrankheit, die hatten wir auch schon. Unser Geld wird immer weniger. Heiße Rippchen, das ist OP. Ja, ist OP. Können wir momentan nichts machen. LF Probst der Dritte ist gerade angekommen, ja. Also, wie es aussieht, muss ich echt gleich schon wieder einen Kredit aufnehmen, damit ich diesen blöden OP-Tisch bauen kann. Weil der bringt nämlich richtig Kohle. Den nicht zu haben, das ist das Beschisseste, was hier eigentlich passieren kann. Und ehrlich gesagt, ich will eigentlich gar nicht bis Jahresende warten. Gut, ich kann natürlich auch bis Jahresende warten, aber das sieht auch richtig gut aus hier. Da haben wir ja den Probst. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin.
Und da meckert der erste über eine Gehaltserhöhung. Ja, geht los. Komm. Oh, 49%. Transparenz. Ja, sorry. Durchfall. Ja, das kennen wir ja schon. Interessant, Transparenz tritt aber nicht als neue Krankheit aus. Qualifizierter Forscher. Ja, sehr schön. Wo ist er denn? Ach, der... Oh, der ist jetzt beides. Ja, super. Super. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan, aber okay. Warum nicht? Ach, die brauchen auch ihre Pause, ne? Ja. Die machen jetzt gerade frisch Pause. Genauso wie die normalen Ärzte. Oh oh. Ei, 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 ei. Ich sag's nur ungern, aber der Personalraum ist zu klein. Scheiße. Nach Hause schicken. Müssen wir warten. Was ist das? Wissen nicht, was er hat. Ja, das ist auch nur so eine Sache. Das ist auch nur so eine Sache. Wie? Was? Spitzungenabteilung. Ach Mensch. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Jo. Ich finde das gut. Sehr schön. Geheilt. Die Schwester ist wieder fit. Jetzt geht's los. Jetzt fangen sie an zu meckern. Was ist das denn hier? Bist du wieder fit? Ich finde das immer so ein bisschen verwirrend mit dem Telefon. Weiterforschung. Das sind wahrscheinlich die Ärzte aus der Ausbildung. Telegramm! Nach dem Besuch in ihrem Krankenhaus bemerkte Luther Franz Probst III. Was für ein gut gehendes Krankenhaus. Vielen Dank, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Ihnen wurde ein Bonus in Höhe von 1200 gewährt. Ihr Ruf in der Öffentlichkeit hat sich gebessert. Geil. Da freue ich mich doch als Leiter. Heilen Sie doch 184 Patienten. Übrigens nur noch 183 Patienten. Ist ja nix. Komm. Reiten wir auf einer Arschbacke ab. Gar kein Problem. So, deine Pause ist vorbei, Freundchen. Weitermachen. Ja, OP können wir uns noch nicht leisten. Ich nehme echt gleich einen Kredit auf, wenn das nicht klappt. Beziehungsweise ich warte noch bis Jahresende, weil dann dürfte der ein bisschen kompetenter sein. Er ist nämlich schon kompetenter geworden. Das ist gut. Oh, Notfall. Forschungsinstitut für gefährliche Substanzen. Heiße Erkältung. 6 Leute. Sofortige Aufmerksamkeit. Heiße Erkältung war... Pharmatheke, ne? Müsste eigentlich Pharmatheke sein. Gut, die ist schön in der Nähe. Dann sollte das ja gut gehen. Was? Mit diesen Patienten haben wir... Ich habe gerade zuerst gelesen. Mit diesen Patienten haben wir alles gemacht. Lars! Zu spät, Leute. Es ist zu spät für mich. Wir haben mit diesem Patienten alles gemacht. Ja, sehr gut. Das wäre dann ein bisschen zu viel der Info. Was ist mit dir rum? Los? Allgemeinmedizin. Ich renne da einfach sinnlos in der Gegend rum. Glaube ich aber nicht. Das ist unser regulärer Chirurg, der da rumflitzt. Genau, jetzt kommen die ganzen mit Priorität erstmal dran. Ja, sie haben zu viele Ärzte. Du kannst mich auch mal kreuzweise, Freundchen. Wir brauchen einen Forscher, deswegen habe ich die ja rangeholt. Ja, nach Hause. Das ist die Spitzungenabteilung, aber die haben wir ja leider noch nicht. Die fehlt uns noch. Wir brauchen halt diesen blöden OP-Tisch. Ja, heilen Sie noch 179. Ja, gar kein Thema. Ich weiß übrigens nicht, Transparenz. Ja, wie kann man die Transparenz behandeln? Freunde, das muss doch irgendwie irgendwo stehen, wie man die behandeln kann. Es kann doch nicht sein, dass sie mir einfach eine Krankheit reinwerfen so und dann ist gut. Sieh mal zu, wie du klarkommst. Transparenz, heilen, Forschung, intensive Forschung. Also kommt das Gerät wahrscheinlich noch. Dann warten wir es mal ab. Ja, nach Hause schicken. Erstmal muss ich die Leute nach Hause schicken. Solange wir das Gerät nicht haben oder weitere Diagnosegeräte, wird das nichts. So, nächste Patientin bitte. So, von den 6 haben wir jetzt schon 4. Sehr gut. Also unsere Schwester ist sehr fleißig.
Sehr schön. Und der letzte. Wunderbar. Sie liegt gut in der Zeit. Die schlafen alle beim Unterricht. Moment. Du bist Forscher? Sehr gut. Wie sieht's mit deiner Kompetenz aus? Erschöpfungslevel ist gut. Also er pennt noch nicht ein. Pass mal auf, Kollege. Ich zieh dich mal ab. Du fängst an zu forschen. Umgehend. Ach, du bist auch Forscher. Dann sag das doch. Zack, abgezogen. Los geht's. So, und der Berater kann dann auch gehen. Dann kann er nämlich auch gleich direkt hier forschen. Zack, und schon ist das Ding voll. So, du bist Forscher-Chirurg. Dann gehst du in die allgemeine Diagnose. So, schicken Sie den Patienten nach Hause. Patienten mit heißer Erkältung im Anmarsch. Hä? Die haben wir doch schon behandelt. Ich glaube, die Dame ist gerade ein bisschen verwirrt.